Das Schöne am Spinnfischen auf Hornächte hier am Ostatlantik ist, dass sie im Gegensatz zu den meisten Räubern auch bei voller Mittagssonne beißen. Adrenalin pur, da man die Bisse und Nachläufer mit einer guten Polbrille auf Topwaterköder gut beobachten kann. Ah, ja, endlich! Endlich, er hängt! Ein äußerst kampfstarker Fisch in Anbetracht seines geringen Kampfgewichtes von durchschnittlich nur 1 Kilo. Ja. Dennoch darf der Drill nicht überforciert werden, da ansonsten die Haken ausschlitzen können oder der empfindliche Hornschnabel abbrechen kann. Als Landungsarten sind in den meisten Fällen das Stranden oder Herausheben ideal. Der Köder ist übrigens ein Walker Marke Eigenbau. Die hier gefangene Hornhechtart nennt sich Thylosurus arcus. Sie wird größer und kräftiger als die in Deutschland bekannte Art Belone Belone. Hornhechte sind Schwarmfische, die im Hochsommer in Massen um die Kanaren auftreten. Dennoch ist der Fang nicht einfach. Ihre Augen sind sehr scharf und der Atlantik meist kristallklar. Zwischen einem Nachläufer und einem Biss liegt oft ein Ozean, ebenso wie zwischen einem Biss und einem gelandeten Fisch. In Zahlen ausgedrückt schätze ich auf 10 Nachläufer einen Biss und auf 10 Bisse einen gelandeten Fisch. Die bekannten Ostseehornhecht-Tricks mit Seidenschlaufen oder Angstdrilling an 10 cm Mono machen hier wenig Sinn. Andere Räuber bleiben an Seidenschlaufen nun mal schlecht hängen. Ein Angstdrilling produziert oft gerissene Fische, bringt aber keine höhere Anzahl an Fängen. Mein Tipp: dünnträtige, superscharfe Drillinge verwenden und möglichst 3 Drillinge an einem Köder. Hornhechte rollen oft im Drill, wobei sie sich in die Schnur entwickeln. Hier eine kleine Flugshow des atlantischen Hornhechts, der uns seine Verwandtschaft zum fliegenden Fisch zeigt. Auf der Jagd und auf der Flucht geht er wie ein Torpedo durch das Wasser und springt oft mehrere Meter weit. Die Bremse stelle ich im Drill mit Hornhechten oft etwas schwächer ein als meine Standardeinstellung für Barracuda oder Bonitos. Im Drill zeigt sich häufig, warum man den Hornhecht den Merlin des kleinen Mannes nennt. Und hopp. Manchmal haben Hornhechte Verletzungen am Körper. Diese können von Attacken futterneidischer Artgenossen oder anderer Raubfische stammen, aber auch Austrittslöcher von Würmern sein. Hornhechte gegen die Strömung zu drillen ist äußerst schwierig, besonders wenn der Haken sich seitlich am Körper befindet, wie in diesem Fall. Dabei muss es nicht zwangsläufig so gewesen sein, dass der Haken von Anfang an außen saß. Manchmal wird der Haken während des turbulenten Drills aus dem Maul geschleudert und fängt sich an anderer Stelle wieder. Dieser kleine Needlefish hatte sich offensichtlich in meinen Needlestick verliebt. Auch der Sonnenuntergang ist wie für alle Raubfische Primetime. Ah, ich wusste es. Ja, yeah, da ist er. Nachts werden Hornhechte durch phosphorisierende Köder angelockt.
Wie man sieht, funktioniert eine ganze Reihe von Ködern. Popper, Stickbaits, Walker, Wobbler. Die in Europa beliebten Metallblinker lehnt der atlantische Hornecht als zu unnatürlich meist ab. Die Kampfkraft dieses Leichtgewichts ist immer wieder erstaunlich. Hey. Jetzt müssen wir langsam fertig sein, oder? Für mich mehr als nur ein Beifang, denn auch in der Küche ist er eine willkommene Abwechslung. Typisch Hornecht sind auch die Gräten, die sich beim Erhitzen grün färben. In dieser Kameraeinstellung sieht man sehr schön die nötige Technik, um den atlantischen Hornecht überhaupt zum Biss zu bringen. Schnell, schneller am schnellsten und das möglichst ruckig und zackig. Die Rolle sollte ein Highspeed-Getriebe mit mindestens 90 cm Schnurentzug besitzen. Auch für den Hornhecht ist mein Eigenbauköder Needlestick ein absoluter Killer. Futterneid dürfte dabei eine große Rolle spielen. Fast genauso häufig wie die gezeigten Landungen sind allerdings solche Situationen. Ein Hornecht braucht offenbar keine Zange, um einen Drilling aus einem Sprengring zu bekommen. Manchmal geht leider auch etwas beim Hornecht zu Bruch. Schon als Jungfisch ein aggressives Tier, das auch gezielt nach dem Angler schnappt.